Hallo, mein Name ist Julia Seliger und ich lade euch zur Hanfparade ein. Die findet am 10. August, das ist nächsten Samstag, ab 13 Uhr am Bahnhof Zoo statt. Ja, wir sind hier im Görlitzer Park in der Kuhle und der Görlitzer Park ist gerade Gegenstand einer großen Drogendebatte und ich fordere hiermit die Kreuzberger Grünen, die hier an der Macht sind, auf, dass sie ihre Versprechungen wahrmachen und hier dann wirklich auch einen Coffeeshop eröffnen. Ich mache da gerne mit, egal ob es ein Holzhaus ist oder ob da ein Zelt gebaut wird. Dann wiege ich die Drogen ab, dann achte ich darauf, dass keine Jugendlichen diese Drogen bekommen und ja auch, dass die Drogen nicht verschmutzt sind. Denn das ist ein sehr großes Problem mit der Illegalisierung, dass es keinen Jugendschutz gibt, keinen Verbraucherschutz. Und deswegen muss endlich legalisiert werden. Das ist hier im Görlitzer Park alles kein Zustand mehr. Und ich fordere die Friedrichshain-Kreuzberger Grünen auf, schafft endlich Rechtssicherheit für den Drogeneinkauf im Görlitzer Park. So, schuld sind aber nicht nur die Grünen, das kann man ja wirklich nicht immer sagen, sondern auch Angela Merkel. Deswegen werde ich bei der Hanfparade auch eine Rede halten vor der CDU-Parteizentrale. Und ich fordere Angela Merkel jetzt und auch bei der Rede auf, endlich Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen. So. Deswegen kommt zur Hanfparade am 10. August, 13 Uhr am Bahnhof Zoo, 14 Uhr geht es dann richtig los, damit deine Wahl auch wirklich hanflegal wird.